Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Reihe klassischer Legesysteme aus dem Buch von Hayo Banzhaf, Das Geheimnis der Hohen Priesterin. Und ich freue mich ganz toll, euch heute ein neues System vorzustellen. Wir haben schon einige Legesysteme gezeigt und es gibt dafür schon eine Playlist. Schaut sie euch an. Wir freuen uns gerne über euer Feedback und heute gibt es aus dem tollen System ein Legesystem mit vier Karten und das Ganze heißt das Krisenspiel, ein Legesystem mit insgesamt vier Karten. Ihr wisst, hier noch ein bisschen so der Hinweis, wofür nehme ich es denn? Ja, ist selbsterklärend, ne? Das Krisenspiel sagt ja auch schon der Name. Und wenn ihr von mir wieder eine Einschätzung wissen wollt, von wegen welcher Schwierigkeitsgrad haben wir hier, es geht so an drei, wenn überhaupt vier Schwierigkeitsstufe. Ein Legesystem, das flockig, flockig geht und wir hauen gleich mal rein. Und damit ihr auch seht, es ist nicht nur für Tarot möglich, nein, ich werde es euch auch gleich zeigen, man kann das Ganze mit unseren berühmt beliebten Zigeuner-Wahrsagekarten, hier ist die Kamera, machen. Ich werde jetzt einmal eine Legung vorstellen mit vier Karten aus dem Zigeuner-Wahrsagedeck. Ja, und es geht gleich mal los. Ich mische mal die ganze Geschichte durch. Ja, es ist ja auch die Sache, wie kann ich hier die Kurve kriegen, wie komme ich aus der Nummer raus. Und es geht auch schon los mit Position Nummer 1, die liegt unten. Hier geht es darum, was ist geschehen, was ging verloren, ne? Was ist in der Krise, das ist so eine Form der Basis. Position 2 ist, was blieb verschont, was hilft mir weiter. Position Nummer 3, das ist der Ausweg, so komme ich aus der Nummer raus. Und Karte Nummer 4 ist, das ist das Ziel, das ist die Zuflucht. So, ich gehe ein bisschen runter, dann sieht man es ein bisschen besser. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ganze gleich mal ein bisschen genauer an. Welche Karten sind wir denn da für dieses Krisenspiel zugeflogen? Karte Nummer 1, ich drehe gleich mal alle vier um, dann haben wir auch mal ein bisschen einen Überblick der Bilder. Und ich stelle sie ein bisschen höher. So. Was ist geschehen? Was ging verloren? Was ist so das Thema der Krise? Ja, wir haben hier die Karte Das Kind. Ich drehe es mal besser in die Kamera, damit ihr seht, um welches Bild es sich handelt. Ja, und das Kind ist immer so die Karte, die uns dafür zeigt, dass wir Veränderungen haben, dass es Neues gibt, dass wir Aufbruch brechen sollen, dass wir was Neues in die Welt setzen. Ja, und ne, wenn ich eine Krise habe und es ändert sich was, wenn wir jetzt die Pandemie anschauen, es verändert sich etwas mit uns global. Wenn ich das auf eine Firma ummünze, ja, es beginnen jetzt neue Dinge. Ja, man sieht schon, da haben wir Dinge der Veränderung, da haben wir Momente, wo wir aufbrechen sollten, da haben wir den Punkt, los geht's. Position 2, das blieb verschont. Das hilft mir weiter. Ja, wir haben hier die zweite Karte, die Karte Reise. Und die Karte Reise ist immer so der Hinweis, geh los. Hilf dir, erlaub dir zu gehen, erlaub dir auch aufzubrechen. Bleib nicht stehen, sondern geh weiter. Geh raus aus dieser Nummer und sei auch so fair, dass du sagst, ja, es ist die Phase der Veränderung, es ist der Moment gekommen, zu gehen. Aufzubrechen, zu Neuem. Auch dir zu erlauben, mal Tabula Rasa zu machen. Sagen, ja, es gab Veränderungen mit Karte Nummer 1 und
Und darum erlaube ich mir jetzt auch weiter zu reisen. Das ist der Ausweg. Karte Nummer 3. Und Karte Nummer 3 ist die Karte, die uns vielleicht auf den ersten Blick so unangenehm ist, denn dieser Verdruss, den wir hier haben, ne, der zeigt schon unsere Diskussion. Und der Ausweg ist, dass ich, ne, für mich ist das diese Diskussionsphase, für mich ist das der Punkt, dass man hergeht und sagt, okay, jetzt muss ich mal ganz klar sagen, was in mir vorgeht. Jetzt darf ich mir auch erlauben, die Karten auf den Tisch zu legen. Jetzt kann ich auch mal hergehen und sagen, Schluss mit lustig. Ich wünsche mir, ich fordere, ich möchte ganz gern. Und hier ist auch dann der Punkt für uns, dass wir hergehen und sagen, nee, wir wollen nicht mehr hier in dieser Funktion sein. Nee, wir wollen lieber uns wechseln. Wir wollen uns verändern. Wir wollen aufbrechen. Ja, wir sehen schon, ne, wenn wir in so Krisen sind, heißt das nicht, dass wir verharren müssen, sondern dass wir auch ganz toll aufbrechen dürfen. Denn was ist das Ziel? Wir haben hier die Karte Hoffnung und die Karte Hoffnung ist der Punkt, der sagt, wow, ich habe gesehen, es wächst was Neues. Ich habe wahrgenommen, dass diese Veränderung für mich wichtig und notwendig ist und deswegen erlaube ich mir auch hier zu starten. Darum erlaube ich mir auch rauszugehen. Darum erlaube ich mir hoffnungsvoll meinen neuen Weg zu beschreiten. Und ich habe hier schon aus einer Krise, ja, die ich am Anfang hatte, was Hoffnungsvolles gemacht. Ich habe mich nicht versteckt, ich habe mir nicht die Decke über den Kopf gezogen, ich bin nicht verharrt im Bestehenden. Nein, ich habe mir erlaubt rauszugehen. Ich bin nicht passiv geblieben, sondern ich habe mir erlaubt, meine Krisen zu nehmen, herzugehen und zu einer Veränderung mitzuwirken. Ich habe diese vier Karten gezogen, ich wusste nicht, was kommt. Und wenn wir auch die vier Karten ansehen, dann sind sie auch wenn wir hier mit der Karte Verdruss ein Bild haben, wo wir sagen, muss ich das wirklich mir antun? Nein, wir haben hier wirklich den Moment, wo wir hergehen müssen und sagen, ich brauche unbedingt die Diskussion. Es ist wichtig, nochmal zu sagen, was für mich wichtig ist, um mitzuteilen, wo es hingehen darf. Krisenspiel. Vier Karten. Ja, ich lege euch nochmal die Version aus dem Buch hin, damit ihr es nochmal seht. Ja, mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder schreibt uns unter agora@dimantica.de. Dimantica in einem Wort. Wenn ihr Spaß an unserer heutigen Folge gehabt habt, schreibt es in die Kommentare. Danke für eure Likes. Schreibt, wenn euch ein Spiel, ein Legesystem bekannt ist. Wir geben es gerne hier in unsere Serie rein, der klassischen Legesysteme. So, und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein und bitte vergesst nie, never give up. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen tollen Tag.